Leute, ich bin's Conny und ich zeige euch, wie ihr in Roblox Studio euer eigenes Auto so erstellt, wie ihr es haben wollt. Und ich zeige euch auch, wie ihr einen Spawner für dieses Auto erstellt, damit ihr damit immer wieder neue Autos in die Map laden könnt. Aber zuallererst fangen wir an mit den Rädern. Dafür klicken wir hier oben auf Home, dann auf den File by Part und auf Sphere. Könnt auch Zylinder nehmen, aber hier mit Spheres, weil ich würde es sowieso ganz abstrahiert zeigen. Das Ding muss ja dann noch mit dem Auto verbunden werden. Dementsprechend drücken wir hier nochmal auf den Pfeil nach unten und fügen dann einen Block hinzu. Dann drücke ich STRG 3, um den Block so ein bisschen kleiner zu machen an der Stelle hier. So, und füge ihn so halbwegs mittig, also am besten perfekt mittig, vor das Rad. So, ich gebe den Dingern jetzt mal ein wenig Abstand, weil wir müssen das Ding ja mit dem Auto verbinden. Dafür klicke ich hier oben jetzt wieder auf Model. Ich habe hier übrigens Show Wells, Constraint Details und Draw on Top an. Solltet ihr auch machen, damit ihr seht, was passiert. Ich klicke hier unten auf Create, dann auf Hinge und dann mittig auf diesen Block und mittig auf die Sphere. Damit haben wir eine Hinge erstellt. Die können wir mit Alt anklicken. Das ganze Ding heißt Hinge Constrain. Benennen wir nachher noch um. Und wir scrollen ja mal nach unten, gehen bei Hinge, bei Actuator Type, klicken wir rauf und machen daraus einen Motor. Dann kommt hier unten Motor und bei Max Torque geben wir einfach so 10.000 ein. Müsst ihr herausfinden, was für euch am besten funktioniert. Und jetzt, wo wir das getan haben, nehmen wir diesen Part wieder, drücken STRG 2 und schieben ihn hier wieder ran. Hiermit haben wir Rad 1 erschaffen. Wir wählen hier beides einfach mal aus, drücken dann STRG G, um zusammenzufügen und nennen das Ganze dann Auto. So. Und in diesem Auto haben wir jetzt diese zwei Parts. Da drücke ich jetzt einmal STRG und D, um sie zu duplizieren. Ziehen sie hier rüber. Dann haben wir schon unsere hinteren Räder. Und dann wähle ich wieder alle Parts aus, drücke wieder STRG D, um sie zu duplizieren, schiebe sie hier rüber. Und wir haben jetzt auch noch diese Räder. Die Hinges hier müssen wir jetzt noch woanders hinpacken, damit wir sie später schneller finden. Deswegen halten wir Alt gedrückt und klicken auf die Hinge rauf. Wichtig, auf die Hinge, nicht auf das Attachment, sondern auf die Hinge klicken wir rauf. Dasselbe dann auch hier. Da müssen wir Shift und Alt gedrückt halten, um mehrere Sachen auszuwählen. Shift und Alt gedrückt halten, hier raufklicken. Und Shift und Alt gedrückt halten, hier raufklicken. Und dann ziehen wir die Hinges einfach ins Auto rein. Hier finden wir sie schnell wieder. Und dann müssen wir die noch entsprechend umbenennen. Dafür nehme ich einfach den hier. Es sagt dann WR1 oder keine Ahnung. Sagen wir einfach mal R1 für rechts 1. Bei der hier sagen wir R2 für rechts 2. Das hier nennen wir dann um in L1. Und das letzte nennen wir um in L2. Weil Übersichtlichkeit ist wichtig. Was braucht ein Auto noch, damit es funktionieren kann? Richtig, ein Lenkrad. Diese beiden Parts könnten theoretisch ein Part sein. Aber damit wir das jetzt mit den Rädern so deutlich haben, habe ich das so gemacht. Deswegen fügen wir hier noch ein weiteres Part hinzu. Ich drücke hier oben auf Part. Gebe den Ding dann wieder eine entsprechende Größe hier. Und packe das hier relativ mittig rein. Dann sind die miteinander verbunden. Und damit die auch wirklich verbunden sind, wählen wir das, das und das Part aus. Drücken hier oben bei Create auf den File und dann auf Weld und dann sind die auch wirklich miteinander verbunden, was ihr an dieser Linie sehen könnt. Das Auto braucht jetzt noch eine Fläche, dafür drücke ich noch einmal auf Part, pack das Part, sagen wir mal hier hin, das schwebt dann ein bisschen, einfach nur damit das Auto ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bekommt. Ihr könnt, wie gesagt, bauen, wie ihr wollt. Ich zeige euch nur die Basics, wie man so ein Auto mit Roblox Physics erstellt. Und der Spaß muss jetzt auch verbunden werden. Und zwar wieder mit einer Hinge. Dafür klicken wir hier oben wieder auf Create, dann auf Hinge. Und dann wählen wir hier sehr mittig. Ah, er will mir nicht mittig geben. Dann packe ich das hier von 0,5 auf 0,25 Stats. So. Mittig klicke ich einmal hier hin. Und dann straight darunter einmal hier hin. Wir sehen, ich habe es nicht ganz straight darunter, das ist nicht so schlimm. Ich kann Alt gedrückt halten, das hier auswählen und dann nochmal nach da verschieben. Dasselbe mache ich dann hier mit und dann haben wir es auch wirklich mittig über dem Ding und in dem Ding drin. Ist es mittig? Halbwegs. Ist halbwegs mittig. Und dann nehme ich einmal dieses Attachment, schiebe es ein Stück nach unten, damit beide Sachen in derselben Position sind, weil das hier ist die Stelle, an der das Lenkrad dann am Ende die Achse dreht. Dementsprechend wählen wir hier diese Hinge aus. Ich ziehe die Hinge wieder hoch in das Auto, damit wir sie hier finden können. Wir nennen die um in Steer. Ihr könnt sie auch Lenkrad, was auch immer, Achse nennen. Und wir müssen hier die Einstellung auch ändern vom Actuator Type. Den ändern wir auf Servo. Und bei Angular Speed, keine Ahnung, 5, 6, irgendwas. Ich nehme mal 5. Bei Servo Max Torque nehmen wir irgendwas über 10.000. Ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, sind das 10 oder 100? Ist egal. Eine große Zahl. Das ist dann die Stärke, wie sich das Lenkrad dreht. Und ihr seht, wenn wir das ausgewählt haben, das zeigt in diese Richtung. Das bedeutet, das ist falsch. Das ist falsch. Wir halten Alt gedrückt, nehmen dann dieses Attachment und drehen es einmal um 180 Grad, damit es nach vorne zeigt. Und dasselbe machen wir auch nochmal mit dem anderen Attachment. So, dann zeigen beide nach vorne in die Richtung, in die man auch fahren möchte. Dann müssen wir diese Platte hier natürlich noch mit den hinteren Rädern verbinden. Und das machen wir einfach, indem wir die Platte auswählen mit Alt. Dann das auswählen und das auswählen. Und hier oben wieder auf Create und Weld drücken. Dann sind die zusammengeweldet. Perfekt. Als allerletztes brauchen wir nur noch einen Sitz. Dafür klicken wir hier bei dem Auto auf das Plus. Und sagen dann
Vehicle Seat. Das hier. Fügen wir hinzu, packen den dahin, wo wir ihn haben wollen und drehen ihn einmal um. Ich hoffe, der zeigt jetzt in die richtige Richtung. Das ist immer schwer zu sagen. Aber das ist der Sitz, auf dem man dann am Ende drauf sitzt. Ihr könnt das Auto natürlich so stylen und formen und Farben geben, wie ihr wollt. Wir müssen den Sitz jetzt erstmal nur noch verbinden mit dem Auto, indem wir wieder den Sitz und die Fläche auswählen. Dann hier oben Create Weld drücken und ihr seht, hier ist jetzt dieses kleine Ding, das zeigt, das ist jetzt alles zusammengeweldet. So, wenn ihr fertig seid, habt ihr hier im Workspace das Auto drin. In dem Auto befinden sich diese ganzen Parts, die ihr erstellt habt. In den Parts sind ganz viele Attachments und Welds und so weiter. Und wir haben hier oben schön zu finden all die Hinges, die wir erstellt haben. Und den Vehicle Seat. Zu dem Vehicle Seat fügen wir jetzt ein Script hinzu. Und in den Script schreiben wir erstmal rein: Local Sitz ist gleich Script.parent. Local Auto ist gleich Sitz.parent. Und jetzt sagen wir: Local R1 ist gleich Auto.R1. Und das Ganze können wir jetzt noch drei weitere Male kopieren. Düpp, düpp, düpp. Und schreiben dann R2, 2. Und machen wir hier raus L2. Und hier raus L1 und hier raus L2. Und hier dasselbe R2, 2, L und L. Und zu guter Letzt dann natürlich noch das Steer. Wie gesagt, ihr könnt es Lenkrad nennen, ist vollkommen egal. Ich nenne das nur Steer, weil Roblox das auch so nennt. Und das ist dann übersichtlicher für mich. Und wir brauchen dann noch eine Konfigurationsvariable, und zwar die Geschwindigkeit. Da wähle ich jetzt erstmal 50 aus und ihr könnt dann eine Geschwindigkeit nehmen, wie ihr lustig seid. Jetzt sagen wir einfach Sitz.changed, Doppelpunkt Connect, Function, in Klammern, Eigenschaft. Wobei, wir arbeiten gar nicht mit der Eigenschaft. Ist egal, wir arbeiten trotzdem damit. Das ist jetzt ein komplettes Basic-Script, bei dem wir keine krassen Fallunterscheidungen machen. Deswegen schreiben wir jetzt einfach nur R1.AngularVelocity ist gleich Geschwindigkeit mal Sitz.Throttle. Und genau das hier kopieren wir jetzt noch drei weitere Male. Bop, bop. Und machen hieraus natürlich wieder R2 und L1 und L2 und müssen dann hier bei diesen jeweils ein Minus fortsetzen. Also einmal Minus und Minus, weil sonst wird unser Auto die ganze Zeit im Kreis spinnen. Wir können auch hier das Minus packen, weil da macht es mehr Sinn, aber Minus mal Minus ist Plus, ihr wisst Bescheid. Und damit wir auch noch lenken können, schreiben wir jetzt noch Steer.TargetAngle ist gleich Sitz.Steer, deswegen nenne ich Steer. Und das ist ein Wert von Minus 1 bis 1. Und wir wollen, dass das Rad weiter als 1 Grad sich drehen kann. Deswegen sagen wir mal 20. Wir können auch 15 nehmen, 10, was auch immer. Je nachdem, wie krass das Ding lenken soll. Ich glaube, 20 ist sogar ein bisschen viel. Nehmen wir mal 15. Oder doch, wir nehmen erstmal 20. Ich werde euch erstmal zeigen, was das jetzt alles macht und was wir falsch gemacht haben. Dafür drücke ich jetzt hier oben auf Play. Da haben wir unser Auto. Können da hinlaufen. Setzen uns rein. Wir gucken in die richtige Richtung. Fahren rückwärts. Passiert schon mal. Aber wir können auch lenken und es funktioniert, nur er übernimmt es nicht so ganz, wenn wir in manche Richtungen lenken, weil unser Auto hat nicht so viel Reibung. Wir haben jetzt hier solche Kugeln genommen. Die Kugeln sind sehr rund, haben sehr wenig Fläche, auf der Reibung entstehen kann, und dementsprechend steuert sich das alles ein bisschen blöd. Also als allererstes müssen wir hier statt Minusgeschwindigkeit einfach das weglassen und wir packen die Minusse hier hin und dann fährt das Auto auch in die richtige Richtung. Und damit die Reifen jetzt mehr Reibung bekommen, müssen wir sie natürlich schwarz färben, weil Reifen sind immer schwarz. Die müsst ihr natürlich nicht, aber ich mach's jetzt mal so, damit wir sehen, das sind Reifen. Was ihr macht, ihr wählt diese Reifen aus, geht dann hier in die Properties nach unten und da gibt es unter Part den Punkt Custom Physical Properties. Da macht ihr ein Häkchen rein, klickt dann hier auf den Pfeil und wählt dann bei Friction aus 1. Friction Weight könnt ihr meinetwegen auch hochstellen auf 10. Und damit haben wir dann mehr Reibung für die Reifen. Und Reibung ist bei Reifen wichtig. Jetzt können wir nochmal auf Spiel starten gehen. So, springen rein. Und das Auto fährt. Es fährt nach links. Es lässt sich steuern. Wir können auch rückwärts fahren. Und es fährt ziemlich schnell. Ihr seht übrigens, es ist jetzt hier bei 99, weil die Geschwindigkeit, die wir eingegeben haben, ist nicht unbedingt die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug jetzt tatsächlich an den Tag legt. Wenn ihr wollt, dass die Zahl hier unten mit der Zahl, die ihr konfiguriert einstellt, übereinstimmt, dann sagt ihr einfach mal 0,5. Das ist so ungefähr der Umrechenwert. Und dann ist unser Auto auch ziemlich langsam. Wir haben auch schon gesehen, 20 ist eigentlich ganz gut. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir das auf 50 Grad stellen. Weil dann kann sich das Ding um 50 Grad drehen. Ich weiß gar nicht, ist hier drunter überhaupt genug Platz, um sich um 50 Grad zu drehen? Wir werden es gleich sehen. Wenn ich jetzt hier nach rechts rücke, dann macht er so. Ja, guck mal, weiter geht's gar nicht. Weiter geht's gar nicht. Aber das ist der Winkel, in dem sich durch das Lenkrad das Ding hier drehen kann. Und dadurch, wenn wir das auf 50 Grad stellen, ist unser Auto sehr wendig. Und ihr seht, wir können halt sehr enge Kurven damit fahren. Wenn wir das auf niedriger stellen, ist es nicht mehr so wendig. Also, es funktioniert auf jeden Fall. Und damit ihr einmal seht, dass man das Ding hier noch stylen kann, wie man will, füge ich einfach mal einen Part hinzu. Gib dem Part die Farbe blau. Und das ist jetzt unsere Außenkarosserie. Das packe ich einmal hier hin. Mach das ein bisschen kleiner.
So. Machen wir einfach mal. Vielleicht ein Timelapse. So, wir haben jetzt eine sehr hässliche Karosserie erschaffen. Ich wähle alle Parts aus, die ich jetzt zugefügt habe. Wähle dann auch dieses Teil hier aus. Drücke dann hier bei Create wieder auf Weld, damit alles zusammengeweldet ist. Und ich schiebe dann auch alle Sachen wieder rein in das Auto. Damit ist das Ding zusammengeweldet. Ich hoffe, ich passe da noch rein. eine Sache habe ich wohl nicht erfolgreich geweldet. Ein Part habe ich wohl vergessen. Aber wenn ich es jetzt da reinschaffen würde, dann können wir damit auch fahren. Nur mit dem Problem, ja, okay, das hintere Teil ist abgefallen. Aber wen juckt's, das Auto funktioniert. Und eine weitere Frage, die mir häufig gestellt wurde, ist, wie man einen Auto-Spawner erstellt. Und dafür nehmen wir jetzt einfach hier einen Part. Den nehme ich den Part und das Auto, drücke dann STRG G. Pack das Auto einfach mal hier so halbwegs daneben. Fügt zum Part ein Script hinzu. Sagt dann Local Spawner ist gleich Script.parent. Local Auto ist gleich Spawner.parent Doppelpunkt Find First Child Auto. Local Server Storage ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Server Storage. Und jetzt sagen wir einmal zu Auto. Parent ist gleich Server Storage und Spawner.touched Doppelpunkt Connect Function. Dann erstellen wir noch ein Debounce. Local Debounce ist gleich False. If Debounce, then Return End. Coroutine.wrap Function, Klammer auf Klammer zu. Debounce ist gleich True. Task.wait 5 Sekunden meinetwegen. Und debounce ist gleich false. Das hier ist einfach so ein simpler debounce, der dafür sorgt, dass nicht permanent das Auto neu gespawnt wird, sondern nur alle 5 Sekunden gespawnt werden kann. Und hier drunter sagen wir jetzt einfach local neu ist gleich auto Doppelpunkt clone neu. .parent ist gleich game.workspace. Und ich habe vergessen, hier Klammer auf Klammer zuzumachen. Das passiert mir so häufig, damit diese Coroutine auch überhaupt ausgeführt wird. Und zu guter Letzt müssen wir noch einmal checken, ob die Person, die überhaupt berührt hat, auch ein Spieler ist. Und dafür schreiben wir ja immer Hit. Und sagen dann noch vor dem Debounce hier einmal local char ist gleich hit.parent. Local hum ist gleich char doppelpunkt find first child, which is a humanoid. If not humanoid, then return end. Und eigentlich könnten wir das hier zusammenpacken. If debounce or not humanoid, then return end. So. Und dann drücken wir mal auf Play, um das Ganze zu testen. Gehen hier rein. Da haben wir unser Spawn-Part. Gehen hier mal rauf. Das Auto wird gespawnt. Wir können uns ins Auto dann reinsetzen. Können damit rumfahren. Es funktioniert auf jeden Fall. Wunderbar. Ich springe wieder raus aus dem Auto. Und wenn wir zum Spawn-Part wieder hinlaufen, können wir uns das nächste Auto spawnen. So Leute, und das war's dann. Ich habe euch gezeigt, wie man ein Auto in Roblox Studio erstellt, wie man es so halbwegs stylt. Ihr seht, es sieht nicht wirklich schön aus, wie man Spawn-Part erstellt. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann rein damit in die Kommentare. Huch, das war's aber erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!